Zum Auftakt des Basketballwettbewerbs gab es gleich ein europäisches Nachbarschaftsduell. Der Gastgeber aus Deutschland in Grün traf auf die Maccabi-Auswahl aus Frankreich in Blau. Und damit rein ins Spiel. Die Franzosen legen gleich gut los. Hinten eine sichere Defense und vorne schnelle Punkte. Schon nach wenigen Minuten führen sie zweistellig. Deutschland muss die Auszeit nehmen. Danach gelingt offensiv zwar eine Steigerung, doch was bringt das schon, wenn man hinten weiterhin Punkte kassiert? Besonders bitter, selbst wenn die Blauen mal einen Wurf liegen lassen, holen sie meist selbst den Rebound und im dritten Anlauf wird der Angriff dann doch erfolgreich abgeschlossen. Die überlegene Athletik wissen die Franzosen auch in der Verteidigung einzusetzen. Elzer mit dem Monsterblock gegen Sobol. Und als wäre das nicht schon bitter genug, kassiert das deutsche Team im zweiten Viertel auch noch einen Buzzerbeater. Elzer mit dem 49:30 Halbzeitstand. Das müssen die Gastgeber in der Pause erstmal verdauen. Doch auch 15 Minuten später läuft das Spiel vor allem in eine Richtung, und zwar zum Korb von Maccabi Deutschland. Die Franzosen finden genau die richtige Mischung aus Punkten unter dem Korb und erfolgreichen Distanzwürfen. Das deutsche Team müht sich dagegen offensiv meist ab und kommt selten so einfach zu Zählern wie hier. Die Folge: Deutschland verliert das erste Basketballspiel der Maccabi Games mit 63:92. Entsprechend negativ fällt das Fazit von Mannschaftskapitän Ari Wilder aus. Ja, der Start ins Spiel war auf jeden Fall nicht optimal. Wir lagen ganz schnell hoch hinten. Wir waren, ich will nicht sagen überrascht von der physischen Stärke der Gegner, aber es war doch ein bisschen ungewohnt. Und erst danach sind wir gut ins Spiel reingekommen, aber wenn man direkt mit 15, 16 Punkten hinten liegt, dann ist es halt nie leicht, noch ein gutes Spiel zu machen. Das gute Spiel legten dafür die Franzosen hin. Und das, obwohl sie vorher erst einmal zusammen trainiert hatten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie stark das Team sein kann, wenn es erstmal eingespielt ist. Ras Elbas hat da genaue Vorstellungen. The gold medal. Wir wollen die Goldmedaille. Ich habe gehört, dass die USA das beste Team haben sollen. Wir freuen uns auf das Spiel gegen sie. We're waiting for the game. Von der Stärke der Amerikaner konnte sich Ras im Anschluss überzeugen, aber dazu später mehr.